Herr Stegger, der Gesetzgeber möchte durch bessere Tarife und durch eine bessere Personalausstattung die Arbeitsbedingungen in der Pflege erhöhen. Ist davon schon etwas in der Praxis angekommen? Ja, es fängt langsam an, in der Praxis anzukommen. Wir sehen das insbesondere sozusagen am anderen Ende der Wirkungskette, in dem nämlich jetzt unsere Mitglieder sehr häufig konfrontiert werden mit Erhöhungsverlangen von Heimentgelten, die gerechtfertigt werden, natürlich mit Tarifsteigerungen und so weiter. Und so wie das System jetzt konstruiert ist, geht das leider 100% zu Kosten der Bewohner. Das heißt, die Eigenanteile in vielen Regionen Deutschlands sind deutlich gestiegen in den letzten Wochen und Monaten. Ja, nach unseren Beobachtungen auf jeden Fall. Sie betragen ja im Durchschnitt, es gibt sehr große Abweichungen nach oben und auch nach unten, im Durchschnitt zurzeit 1.800 Euro. Die muss jeder dazu zahlen, wenn er in ein Heim geht im Durchschnitt. Und wir haben jetzt Erhöhungsverlangen von 600 bis 800 Euro auf diese 1.800. Das sind also Steigerungen um 30%. Und jedes Budget, was irgendjemand sich mal zurechtgelegt hat für sein Alter, wird natürlich durch solche Geschichten gesprengt. Mhm. Wie merken Sie das denn in Ihrer täglichen Beratungspraxis? Häufen sich die Anrufe, die Beschwerden und auch ja viele Hilferufe bei Ihnen? Ja, sehr stark. Gerade die Beratungsfälle, die als Hintergrund eine Entgelterhöhung haben, sind sehr stark gestiegen. Wir haben jetzt ungefähr 20-25% der Anrufe, die bei uns eingehen, beschäftigen sich nur mit dieser Frage. Und was raten Sie dann Ihren oder den Betroffenen? Ja, wir können leider nicht, im Grunde nicht sehr viel raten. Wir müssen zunächst einmal prüfen, und das tun wir, ist das alles formal korrekt? Da müssen Fristen eingehalten werden, da müssen Unterlagen beigefügt sein. Wenn das der Fall ist, und das ist meistens der Fall, dann können wir unseren Mitgliedern leider nur raten, dass sie diese Beiträge bezahlen müssen. Aber Sie haben ja eingangs auch gesagt, dass die Steigerungen ja durchaus auch gerechtfertigt sind. Es ist ja der Wunsch, auch für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen, für eine bessere Bezahlung. Welche Lösung haben Sie denn, dass das nicht allein auf den Rücken der Angehörigen und Pflegebedürftigen stattfindet? Ja, zunächst einmal, da haben Sie schon recht, gibt es ja ein Akzeptanzproblem auch bei jemandem, jenseits der ganzen finanziellen Auswirkungen. Der sagt sich nämlich, wofür zahle ich das eigentlich? Ich merke gar nicht, dass es besser geworden ist. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall noch sehr viel sozusagen Nachbesserungsbedarf wird, indem einfach die Mitwirkungsrechte der Betroffenen an solchen Erhöhungsverhandlungen, bei solchen Erhöhungsverhandlungen, aber zum Beispiel, aber auch wenn es um Festlegung von Qualität geht, was ist gute Pflege, wie sollte der Personalschlüssel sein und so weiter, wenn da endlich einmal die Organisationen der Betroffenen mitwirken dürften. Die finanzielle Frage kann nur gelöst werden, indem Umstellung im System der Pflegeversicherung erfolgt. Am wichtigsten wird es sicherlich sein, dass man statt einen fixen Zuschuss zu zahlen, dazu übergeht, dass in Zukunft der Patient oder der Betroffene einen fixen Beitrag leistet und alles darübergehende Risiko von der Pflegeversicherung übernommen wird. Das wäre nebenbei gesagt auch eine echte Kaskoversicherung. Mhm. Daneben kann man natürlich auch noch sozusagen Beitragserhöhungen in der Pflegeversicherung teilweise vermeiden oder aufschieben, indem man einfach im System der Pflegeversicherung zum Beispiel die Beitragsbemessungsgrenze anhebt oder indem man auch Berufe, die bisher gar nicht zur Pflegefinanzierung herangezogen werden, mit aufnimmt etc. Mhm. Aber das sind alles nur Dinge, um sozusagen die notwendigen Beitragserhöhungen, die sicherlich noch weiterkommen werden, ein bisschen in die Zukunft aufzuschieben.